Thumbnail bei FMG, Leute. Teilt das doch einfach in eure Insta-Story und dann bim bam boom. Scheiße, jetzt habe ich Ronaldinho gelöscht. Leute, ich habe Ronaldinho gelöscht. Nein. Oder untradable. Nee, nehmen wir tradable, ne? Nehmen wir tradable. Ich habe es leider gestern, dadurch, dass wir Ronaldinho Prime gezogen haben, konnte ich ja nicht mehr spielen, ne? Ah, ich muss mich noch um Gegenstände kümmern. Na, dann machen wir diese Packs. Erster Pick. Arnautovic wäre auch geil, weil er kommt aus meiner City. Oh! Arnautovic auf Ansage, Leute. Arnautovic auf Ansage. GG. Er kommt aus meiner Stadt. Ja. Egal. Leute, ich weiß, es gibt Besseres, aber hey, Arnautovic nehme ich mit. Der kommt definitiv zu den Freunden von Rodrigo. Ich muss euch etwas beichten, Leute. Ich war gerade in der Badewanne, okay? Ich beichte es euch jetzt einfach, okay? Ich habe keine Unterhose an. Scheiß doch drauf, ne? Ich mach mir in die Hosen. Let's go. Ah, da ist ja eigentlich klar, ne? Ah, Silber, ja, wegen dem Rating, das geht klar, kann man sagen, ne? Alter, Leute, mein Twitch- und YouTube-Channel ist so richtig so, wie heißt das? So auf Beef, ne? Vielleicht heute noch ein Icon, das... Oh, ein Walkout, Leute! Ein Walkout, come on! Was ist das? Brasilien? Hä? Firmino! Leute, seit gestern läuft's bei mir ja übertrieben. Gestern die brasilianische Prime-Icon und heute Roberto Firmino. Geht klar. Oh, und dann Inform, Ilaramendi. Leute, das ist ja übelst das geile Pack. Für das, dass das Rivals Rewards sind, geht das ja vollkommen klar. Mach keine Späße. Leute, der macht doch Witze. 100k? Der hat doch vor kurzem 80k gekostet oder so, ne? Und einen Draft-Token. Hä? Was ist da los? Also wir hatten Tafel, Walkouts. Was kommt jetzt? Keine Tafel. Aber Vardy? Okay. Wenn keine Tafel kommt, kommt halt Vardy. Ich versteh's nicht seit gestern. 100k Ramos Pack, kein Walkout. Oh mein Gott, kein Walkout. Leute, ich habe aus einem seltenen Megaset, habe ich Firmino, Ilaramendi, einen Inform und einen Draft-Token gezogen. Jetzt öffne ich das 100k Pack, meine Besten. Und dann kommt der Italiener. Holy moly. Ah, das wäre auch gar nichts mehr wert. Come on, please, Jetpack. Please. Komm, wir schon ein Ha-Ha-Ha-Ha. Es ist einfach Giuliano. Ein Pack war so gut wie alle Rewards gemeinsam. Das nächste Event, wo ich bin, ist Planet One. Irgendwann Anfang November. Planet One, das ist in Wien. Also wenn wer dorthin kommt, Abfahrt. Jetzt geht's los. Ah, da kriegen wir gar nichts, ne? Ich habe viel zu wenig gespielt diese Woche. Pato, wenn Icon kommt, donate ich nächste Woche 10 Euro. Wetter geht's. Wissen wir ja alle Bescheid, ne? Gold 1 Rewards. Erste öffnet Shiki. Martial wäre übelst geil. Come on. Come on, Shiki. Martial oder irgendwie etwas. Ah, okay, okay. Ich glaube, meine deutschen Freunde nehme ich Eckstein, ne? Kann man nichts machen. Nehmen wir Eckstein, oder? Lass mich auch ein bisschen mal Glück haben im Player Pick. 1, 2, 3. Ich schau noch nicht hin. Komm, lass es etwas Gutes sein. Abfahrt. Lala. Lala ist ja gut. Der ist ja der beste französische Außenverteidiger. Pickford ist natürlich auch am Start, aber Lala? Mit Lala bin ich zufrieden, Leute. Kein Walkout. Don't Roll, ich grüße dich. Aber eine Tafel. Promes? Ja! Leute, wir haben Bae gezogen. Ihr wisst, welcher Hashtag kommt. Alter, wir ziehen einfach Promes. Promes ist Bae, meine Besten. Promes. Ja, und der Chat schreibt schon Bae. So muss das sein, Leute. Tafel, schon wieder Tafel, Leute. Das ist aber Neger. Aber der nächste Spieler von Sevilla. Das ist kein Walkout. Das ist Antonio. Kleines Fingerpack auf kleines Pack. Wenn da jetzt was drinnen ist. Was? Was? Ein Walkout, Leute? Ein Walkout mit kleinem Finger? Aber es ist nah was. Egal, aber... Erkläre mal einen Titel, Leute.
Mein kleiner Finger zieht Navas. Okay, das ist krass. Das ist krass. Das zweite Mal, dass ich Navas ziehe. Wisst ihr, was ich sagen wollte? Zum Glück habe ich schon geöffnet. Ich wollte eigentlich sagen, wenn mein kleiner Finger einen Walkout zieht, dann mache ich Finger im Po Mexiko. Okay. Alleine dieser Gedanke, ne? Ich hätte mir das jetzt gar nicht erwartet. Und inshallah, Walkout. Aber Tafel an Impfform. Wisst ihr was? Ich habe kurz gedacht, das ist bei Yi. Aber der ist ja gar nicht mehr drinnen, ne? Oh, Back-to-Back-Inform. Hä? Back-to-Back-Inform. Und das ist Jovic, ne? Fünferpack Jovic. Ramos hat dieses Jahr noch nicht gesaftet, ne? Aber eine Tafel. Ich nehme alles zurück, Leute. Ich nehme alles zurück. Memphis Depay. Ach so, der ist ja gar nichts mehr wert. Der ist ja gar nichts mehr wert. Ich dachte, der kostet noch keine Ahnung wie viel. Scheiße. Und ich freue mich so, als hätte ich den übelst krassesten Spieler gezogen. Okay, der war nix. Vergessen wir das Ganze. Oh, Bayi. Kostet sogar mehr als Depay. Gleich mal verkaufen. Ciao. Bitte an Walkout, meine Freunde. Lass es bitte eine Ikone sein, meine Freunde. Ich schaue jetzt mal hin auf den Chat. Nein! Nein! Es ist schon wieder Karawal. Twitch aber trotzdem. Es tut schon weh ein bisschen, ne? Leute, ich bin jetzt noch mal kurz da. Ich grüße euch. Freut mich, dass ihr weiter noch am Start seid. Im Video habt ihr auch gesehen, es war noch die Reward von vor zwei Wochen drinnen. Ich habe es zeitlich einfach nicht geschafft, das schon vorher zusammenzuschneiden. In letzter Zeit war ich sehr, sehr viel unterwegs. Jetzt aktuell bin ich auch mega, mega krank. Es ist 27.10. 2:09 Uhr. Muss dann auch bald wieder aufstehen an und für sich wegen der Arbeit. Aber alles kein Problem für euch. Aber ich glaube, morgen gönne ich mir mal etwas Ruhe, weil ich werde wirklich extrem krank. Ich spüre schon. So viel zu mir. Jetzt kommt es zu jemandem anderen. Ich möchte euch hiermit jemanden vorstellen, die E-Sport-Kenner und die eigentlich Leute, die auch Twitter besitzen, die sollten ihn schon kennen. Aber die breite Masse eben auf YouTube, die kennt ihn wahrscheinlich noch nicht so oder nicht so wirklich. Er ist ein krankes Talent, Leute. Er ist erst 16 Jahre alt und hat es jetzt schon geschafft, sich für ein Food Champions Offline-Turnier zu qualifizieren. Also wirklich Respekt an der Stelle. Es handelt sich um den Dulle Mike, also Dillian. Er ist bei Bub Gaming E-Sport unter Vertrag. Was ich mit Bub Gaming zu tun habe, warum die auch im Titel stehen und auch im Thumbnail das Logo, da werdet ihr dazu dann in einem späteren Zeitpunkt mehr. Fakt ist auf jeden Fall, ich werde kein E-Sportler und ich bin kein E-Sportler. Also, dass da jetzt schon mal die Fragen weg sind. Auf jeden Fall der Dillian, ich wollte den unbedingt euch mal zeigen und deswegen habe ich gesagt, yo, nimm doch gerne mal deine Rewards auf, schick mir das Ganze. Also ich selbst, ich öffne sie nicht. Er hat das alles für mich aufgenommen. Also vorletzte Woche wurde er Platz 62. Im Thumbnail steht er 67, ich habe mich getäuscht. Aber Platz 62, Leute, mit 16 Jahren, das ist einfach, es verdient meinen größten Respekt. Ich weiß jetzt nicht mal, was man bei Platz 62 bekommt, das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Also Platz 62, richtig gut. 4 Player Picks, Ultimate Team of the Week, 100k Packs dreimal. Jetzt bin ich auch gespannt auf seine Player Picks. Ich hab's noch nicht gesehen, Leute. Wer ist sein erster Player Pick? Ja, okay, ich glaube, er nimmt Wähler. Ja, ich hätte auch Wähler genommen. Der zweite Pick ist Arnautovic. Okay, Arnautovic, 16 Jahre alt, so konstant schon die Leistung bringen. Einfach kranker Respekt. Checkt den unbedingt aus. Sein Twitter ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Bayi! Und an Outwitch das zweite Mal, aber ich wollte auch bei Yi haben. Er bekommt bei Yi mega gut. Auf jeden Fall, ich gönne das. Er kriegt sogar nochmal bei Yi. Zweimal bei Yi und zweimal an Outwitch hat er bekommen. Okay, beruhig dich. Okay, boah, also ich finde dieser Pixman schon sehr, sehr krank. Auf jeden Fall, ich bin echt gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen. Also die Bundesligisten werden sich in nächster Zeit wahrscheinlich um ihn reißen. Eins von 300 Carpex öffnet er kein Walkout. Aber sie werden sich mal um ihn reißen und deswegen sage ich euch jetzt schon mal, checkt den unbedingt aus. Twitter, Dulle Mike, er kriegt Martial? Er kriegt einfach Martial. Okay, ist ein 100k-Pack. Ja gut, ist schon mal gut. Jetzt dachte ich schon, okay, das ist irgendein Kackpack. Aber ein 100k-Pack, Martial, damit kann man leben. Vasquez ist dabei, Murillo, Bender. Ja, okay, der Nachgang war jetzt nicht so lecker. Privat ist auch übelst korrekt. Ich habe ihn schon seit 3 Wochen gesagt, weil er hat mir schon damals einen Rewards geschickt. Seit 3 Wochen, ich bin einfach nicht dazu gekommen, etwas für ihn zu tun. Obwohl, er hat mich ja nicht dazu gezwungen oder sonstiges, sondern ich möchte ihn quasi euch vorstellen. Ein Impfform. Ivor, okay, das ist Neustädter. Ja, gut, 400k-Pack, auch jetzt nicht unbedingt zufriedenstellend. Aber Rufier, Nacho, Pedro, geht noch so klar. Meine waren jetzt auch nicht besser, meine 100k-Packs. Und ja, wie gesagt, was mit Bub Gaming auf sich hat, was ich damit zu tun habe, da wird euch in Zukunft etwas erwarten. Es sind unter
Zu Bub Gaming zählt doch Schalke, FC Nürnberg, Red Bull Salzburg, Austria Wien und noch zig andere Clubs und Vereine und Organisationen. Baumann, ja, 500k Backend Baumann ist jetzt nicht gerade der Yellow from the Egg, ne? Aber Gustavo, okay Leute, das Pack, ich glaube nicht, dass der zufrieden war. Ich wär auch nicht zufrieden. Schreibt mir aber unbedingt mal in die Kommentare, wer von euch kannte oder kennt Dullemike schon? Das würde mich echt mal interessieren. Überhaupt generell an die, okay, warte, nein, das Elfer-Inform-Pack. Warguard, okay, wer kommt? Wer kommt? Let's go. Portugal, das ist Bernardo Silva. Und wundert euch nicht, der hat es auf Englisch eingestellt, ne? Also nicht wundern, meine Besten. Bernardo Silva, wer kommt noch? Arnautovic! Okay, aber trotzdem, das sollen die wieder abschaffen, ne? 77, 78, 81, also diese 77, 78 sind extrem unnötig. Das waren auf jeden Fall seine Top 62. Jetzt kommen seine Elite 1 Rewards, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Elite 1, 27 zu 3 hat er erreicht. 3 Player Picks, 2x TOTW, 2x 100k Packs, also auch sehr, sehr stark. Und da bin ich jetzt mal extrem gespannt. Come on, Martial sollte auch drinnen sein, oder? Also bei diesem Team, genau, Martial ist bei dieser Woche. Eckstein, nimmt der Eckstein so wie ich? Ich habe mich, okay, an dem Zaller, krass. Komm, der zweite Pick, wer wird das werden? Es ist, Martial ist dabei. Leute, er hat Martial, ich gönn's dir. Ich weiß nämlich, wie sein Team aussieht. Vielleicht zeigt er das auch noch in dem Video. Und das ist ein fettes Upgrade. Leute, dieses Team, Lala, er nimmt safe Lala. Er nimmt, ja. Dieses Team, was er hat, und er hat sich qualifiziert für ein Offline-Event, ne? Das ist zu krass. Er hat kein übertrieben krankes Team. Deswegen, wie gesagt, wartet einfach, vielleicht zeigt er das gleich. Fetter, fetter Respekt. Ich habe ja das heftigste Pay-to-Win-Team und habe nicht mal annähernd, ja, ich habe einen Sieg dauernd die Elite verpasst. Und er rasiert krank ab, also Dullemike. Legt euch generell Twitter zu, Leute. Speziell auch an die mega guten, ne? Wieso werden Agenturen wie Bub Gaming Esports auf euch quasi, ja, das Twitter ist so meistens so der erste Kontakt. Bub Gaming, ich hatte auch über Twitter den ersten Kontakt mit denen. Also wenn ihr was drauf habt und generell, wenn ihr Esport interessiert seid, legt euch Twitter zu. Folgt mir auch gerne auf Instagram, PartoFIFA. Natürlich nochmal Dullemike folgen. Ihr könnt auch Bub Gaming folgen. Wirklich, das seid ihr immer am neuesten Stand. Fabian, ich wusste gar nicht, dass er im TDW ist. Ich habe diese Woche, ich war einfach zu viel unterwegs. Wusste nicht, dass er drinnen ist. Sokratis hat er gezogen. Sokratis, glaube ich, nicht schlecht, aber es sind halt 100k Packs so, ne? Was habt ihr eigentlich gezogen? Schreibt es auch gerne in die Kommentare. Jetzt kommt das erste von zwei. Es ist ein Warguard, Leute. Warguards, come on. Welche Nation? Frankreich? Wieder Martial? Nein, das ist Lala. Ich glaube, mit Martial wäre er mehr zufrieden gewesen, weil er hat dann natürlich mehr Coins. Aber Lala ist natürlich auch kein schlechter Pick, muss man sagen. Und das zweite Pick, Abfahrt. Es ist kein Warguard. Dann kann es eigentlich gar nicht so geil sein. Es ist Argentinien, Stürmer, wer könnte das sein? Okay, das ist eigentlich, ja, Salah, den hat er in Rot auch vorher genommen. Er hat leider Gottes eine schlechte Leitung, ich würde es ihm so gönnen, dass er streamen kann, dass er euch das selbst zeigen kann. Er zeigt wirklich sein Team, oder? Zeigt Dullen United. Schauen wir mal. Guckt euch dieses Team an, Leute. Mit diesem Team hat er sich für ein Offline-Event qualifiziert. Ist natürlich ein geiles Upgrade. Martial passt perfekt ins Team rein. Ben Yedder hat er am Start. Kanté, Pogba. Okay, sieht so geil aus, aber trotzdem, er hat keine Icon, keine UCL-Spieler, kein was weiß ich was. Es ist eigentlich ein standard geiles Team, aber kein heftiges Team, so wie ich das habe, so wie viele andere E-Sportler das haben. Und deswegen sage ich euch, Leute, der Junge hat Potenzial. Ich sage euch jetzt schon, er wird irgendwann mal bei einem Bundesliga-Verein spielen oder bei einer heftigen E-Sport-Organisation. Ich gönne das Ganze. Checkt ihn unbedingt aus, Leute. Hinterlässt gerne einen Daumen nach oben, meine Besten. Schreibt doch in die Kommentare, ob ihr vorher schon den Dullemike, den Dillian, gekannt habt. Viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Nochmal Daumen nach oben. Abonniert gerne meinen Kanal. Ciao, ciao.